So, ihr Lieben, und damit wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bausimulator. Ich habe einfach direkt weitergespielt. Nach der letzten Folge. Video gerendert, bla, alles Mögliche und dann weitergespielt. Da ich diese Aufgabe jetzt gerne schaffen würde. Dann mal gucken, ob das machbar ist. Ich weiß nicht, was das, gut, wir müssen erstmal noch ein bisschen weiter mittig daran fahren. Was danach noch passieren wird. Auf jeden Fall müssen wir ja noch irgendwelche Pflanzen, glaube ich, da auch noch setzen. Glaube ich. Gott. Mal gucken, erstmal füllen wir das Ding wieder neu auf. Und kurven wieder neu los. So. Kann ich ja mal meine Chance nutzen, Schlückchen zu trinken. Achso, und den Timer unbedingt starten. Lala, so. Das aus, da ist der Timer. So, gestartet. Jetzt trinke ich ein Schlückchen. So lecker. Jo, das sieht gut gefüllt aus. So, ihn müssen wir ein Stückchen zurücksetzen. Ich glaube, ich würde es gerne versuchen, dass ich diese Spur hier direkt mitnehme. Ja. So. Sag mal. So, jetzt F. Und wir asphaltieren los. So. Jetzt natürlich total kacke ist, dass ich hier wieder nicht. Naja, egal. So, dann müssen wir hier halt wieder auch einmal drehen dann. So. Bisschen zurück. Asphaltieren. Kann ich hier plötzlich auch nicht mehr lang fahren? Okay, alles klar. Gut, gleich haben wir fertig, aber. %. So. Jetzt verdichten. Mit einer Asphaltwalze, ne? Glaube ich, heißt das Ding. Also einmal das Ding hier zurückgeben. Genau, die Erdbauwalze war ja unsere. Achso, da sitze ich gerade drinnen, deswegen geht das jetzt wahrscheinlich nicht.
Genau. Gut, zurückgeben. Dann rennen wir jetzt wieder zum Fahrzeughändler. Und holen uns eine Asphaltwalze. Dann müssen wir leider, glaube ich, noch einmal Schnellreise machen. Aber wie gesagt, ich werde die nächsten Male auf Schnellreisen verzichten. Einfach, weil ich noch das eben häufig wegen aufgrund der Fahrzeuge machen muss, wenn die nicht straßentauglich sind. Da kostet das, glaube ich, wirklich alles zu viel Geld noch zusätzlich. So, wo geht's lang? Hier müssen wir irgendwie rum. Hier ist ja einfach mal überhaupt nichts los. Sagte sie und wurde fast überfahren. Okay, schön. Dorten. Da ist der Fahrzeughändler. Ich sehe ihn doch schon. Na gut, um 1:48 Uhr ist natürlich deutlich weniger Verkehr. Yeah, so. Bisschen irre. So, rein da in die gute Stube. So, Filter keiner, das werden wir gleich mal ändern. Asphaltwalze haben wir hier. Gibt ganz schön viele von, ne? Alle relativ klein. Das ist gut. Nimm einfach mal die hier. Die sieht irgendwie interessant aus. Also, warte mal, 1,5. Die kosten alle das gleiche. Dann ist es eh egal. Dann nimm mal die hier. So. Dort steht das gute Stück. Kleines Teil. Damit dürfte ich mal wieder gut klarkommen. Gefällt mir optisch sehr, muss ich sagen. Upsi. Stand da gerade Arbeitsschritt 3 von 6. Oh Gott. Dann schaffen wir es definitiv doch noch nicht, diese Folge, leider. Ach, die steuere ich ganz normal. Die macht komische Geräusche. So, erstmal gerade. So. Verdichten an. Die Lenkung aber sehr, sehr genau. Ah, ich glaube, es geht anders doch besser, wenn ich das mache, so wie weiterhin mit dem Abschalten zwischendurch. Lalalala. Verdichten wieder an. Sag mal, warum bin ich nicht in der Lage, mit diesem Ding gerade zu fahren? So, jetzt. Jetzt aber.
Da brauche ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit, um darüber zu kommen. Gut. Oh Mann. So. Ich fahre jetzt ganz normal gerade weiter. So, Hälfte müsste, nee, noch nicht ganz, 35%. Ich glaube gerade fast, es geht so besser, wenn ich einfach zurückfahre und dann hier haben wir ja zum Beispiel noch eine Stelle, wo ich nochmal rüberwalzen sollte. Upsi. Hier. Verdichten. So. Schön. So, verdichten wieder aus. Nochmal. Mit Schmackes. Zack. Ein bisschen schwierig, dass ich da so ungerade gefahren bin. Bisschen vor allem. So. Okay, so schlecht sieht das jetzt aber gar nicht aus, muss ich sagen. Meine Arbeit hier. Bin so gut wie mega gechillt. Ich dachte, au, der Ellbogen, guck mal. Ah. Das tut doch weh. Wie mega gechillt sie da sitzt, finde ich gerade sehr gut. Und ich bin hier voll am Rotieren, so. Boah, welche Tasten du? Die sitzt da und steuert eiskalt nur mit einer Hand, ey. Voll! Und das wird schon wieder hell. Aber über die Hälfte ist jetzt abgeschlossen schon. Und so. Das sieht richtig gut aus sogar, ohne angeben zu wollen. Ja, das klappt schon gut mit diesen Walzen. Prozent. Okay. Zwei Bahnen noch. Zwei Bahnen noch, dann haben wir's. So, 92%.
schön, schön. Und den Rest. Fertig. Baustelle räumen. Probier's. Ich sollte da fahren. Ratter, ratter, ratter. Oh Gott. Pflanzgrube ausheben. OMG, okay, alles klar. Dann kann ich die Asphaltdinger wahrscheinlich jetzt weggeben, ne? Die Asphaltdinger vor allem. Die kommen jetzt weg. Der Kipper auch. Und dann brauchen wir unseren Baggerlader. Ja, wie komme ich jetzt zu meiner Dings am dümmsten? Wo ist nochmal meine... Wo ist meine Firma? Firmengelände hier. Nee, nicht. Wenn ich da direkt einsteige, zählt das wahrscheinlich als Schnellreise, ne? Nee, dann mache ich das nicht. Ist ja auch nicht weit, ist ja direkt um die Ecke sogar. Hallo, darf ich? Danke. Uhuhu. Hallo, junger Mann. Ja, Entschuldigung. Ich hab den Mann angeschaut. Ja, das ist eine gute Entschuldigung dafür, fast überfahren zu werden. So, da ist es ja. Über den Bürgersteig. Die wissen schon, wieso der da ist. Weil da immer so eine Bekloppte einfach über die Straße rennt. Aber ich trage einen Helm um Gehörschutz. So bekloppt kann ich also gar nicht sein. So, hier ist er ja. Rein in das gute Stück. Achso, Baustelle haben wir hier. Was habe ich jetzt gemacht? Ah. Aus Versehen meinen Auftrag gelöscht, nein. Ich kann doch bestimmt auch hier durchfahren. Ja, natürlich kann ich das. Um Gottes Willen, ja, das ist sehr leichtgängig. Die Lenkung. Zu leichtgängig. Ich fühle mich irgendwie so, als würde ich das gar nicht dürfen, wenn ich mit diesem Fahrzeug hier über die Straße so einfach so im normalen Straßenverkehr fahre, aber das darf ich natürlich. So. Wir müssen das Ding jetzt wieder rückwärts platzieren. Also so hier, ne? Haben wir ja schon mal gemacht. Alles schon gesehen. Gucken, ob wir uns dran erinnern. Auch. Ja. Sein, dass ich zu nah dran bin. Bin zu nah dran. Also ja. Ein Stückchen vorfahren.
tut man nicht so ganz, ne? Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Ja, schon, ne? Warte mal. Lass mich mal kurz was gucken. Baggerlader, doch, gut. Kurzfristig schon die Befürchtung, dann bin ich noch immer noch... Also, ja, Entschuldigung. Immer noch wahrscheinlich ein bisschen zu nah dran. Schätze ich, dass ich so nicht richtig... Aha. So, die erste Baugrube wäre damit, also Pflanzgrube, wäre fertig. Rücksetzen und an die nächste fahren. Cool. Wüsste ich jetzt, dass ich die rumliegende Erde selber wegräumen muss, würde ich natürlich das dann das direkt mal anders platzieren. Achso, ich glaube, ich muss wegen der Baulampe wahrscheinlich da anders anfahren. Also ähnlich wie bei der ersten Pflanzgrube. Nämlich so. Ne, wüsste ich, dass ich das selber wegräumen muss, würde ich die ganze Erde an der gleichen Stelle platzieren. Hier schütte ich das einfach unten hin. Warte mal. Also ganz habe ich die Stelle noch nicht erwischt, ne? Wo ich tatsächlich hin muss. So jetzt. Ich stehe auch ein bisschen zu nah dran tatsächlich. Nach meinem Empfinden. Dadurch komme ich weniger schnell voran. 60%. Prozent. 100%, so. Das war gut. Zurücksetzen. So. Scheiße, jetzt fahre ich in meine eigene Pflanzgrube rein.
So. So. So muss das aussehen. Das war gut gerade. Das war nicht so. Ich habe die Schaufel nicht richtig offen gehabt. Prozent. Schon weiter vorne noch mal, dann müsste das ja geschafft. Zurücksetzen. So. Und auf zur letzten Pflanzgrube. Ich glaube dann, die Pflanzen sind der letzte Arbeitsschritt. Ja, das ist, glaube ich, okay. So, 48%. So, langsam wird es. Ups. Prozent. Baustelle räumen. Machen wir sofort. Lass mich erstmal so diesen hier machen. Ganz gut liefern, Jungbaum. Okay, viermal. Da brauchen wir wieder unseren Bagger, nicht unseren Baggerlader, unseren, unseren Pritschenwagen mit Kran, den brauchen wir dafür, genau. Dann fahren wir also zu unserer Firma zurück. Besorgen uns den. Und fahren damit zum Blumenhändler. So. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo ich den kriege, die Bäume.
gleich mal auf der Map gucken, wo das nochmal war. So, dann kann hier mein super geparktes Auto. Ach, der steht draußen, wo denn? Warte. Ach, der stand, glaube ich, noch irgendwo bei der Baustelle, oder? Ich glaube ja. Oder da hinten. Ja, beim Fahrzeughändler. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. So, jetzt gucken wir mal, wo es das nochmal gibt. Beim Baustoffhändler? Baumaterialien. Steht das hier? Zufällig? Rutschenwagen mit Kran, ist klar. Pflanzgrube, Pflanzgutlieferung. Baustoffhändler, ja, okay. Viermal. Und dann ist die Nachbesprechung schon. Also es sind tatsächlich nur noch dieser Arbeitsschritt. Ist es nur noch. Dann fahren wir jetzt noch zum Baustoffhändler auf jeden Fall hin. Das wird jetzt auf jeden Fall noch passieren. Wir fahren auch diesmal durch die Ausfahrt. Sogar. Oh, was ist denn da bei meinen Mülltonnen los? Werden die wieder nicht abgeholt oder was? Das ist eine Katastrophe, ist das. Eine Katastrophe. Wisst ihr Bescheid? Hallo. Es ist nichts los hier. Mein Freund. So, da fahren wir jetzt noch hin. Und dann war es das leider schon wieder mit der heutigen Folge. Schade. Ich würde gerne noch eine aufnehmen, aber das ist wieder zu weit. Guck mal, der hat gar nicht gehalten. Das ist mir wieder zu weit im Voraus. Ich habe ja schon eine jetzt. Das ist ja schon eine, die ich im Voraus aufnehme. Und da ich morgen durchaus auch Zeit habe. Weil das hier ist ja jetzt die Folge von morgen, also kann ich auch ruhig morgen Abend noch sehen, dass ich noch eine Folge aufnehme. Das ist mir sonst schon wieder alles zu. Zu weit im Voraus. So, hier im Ladebereich. Ups. Parken wir mal. Steigen mal aus. Und holen uns unsere vier Jungbäume. Filter haben wir hier. So, kosten 3200, das ist okay. Liefern an. An Hof und automatisch beladen, komm. Da stehen unsere Bäumchen. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, weil es einfach alles gut funktioniert hat. Mega cool und ich freue mich schon beim nächsten Mal, die ganzen Fragezeichen hier aufzudecken. Und zwar überall. Und aber zuerst machen wir dann die Queste. Die Camper, die nächste. Hier, Kampagne, genau. Da geht's dann weiter. Beim nächsten Mal. Und dann, wie gesagt, decken wir die Fragezeichen auf. Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Ich wünsche euch, das hätte ich jetzt nicht fast vergessen, weil heute noch nicht, für mich zumindest noch gar nicht Weihnachten ist. Ich wünsche euch eine wunderschöne wunderschönen Heiligabend. Verbringt die Zeit einfach mit euren Lieben. Geschenke sind da gar nicht unbedingt das Wichtigste. Also was heißt gar nicht unbedingt, sind nicht das Wichtigste.
weil ich auch sehr gerne schenke und natürlich was sagt, was, wie mache ich was vor? Ich bekomme natürlich auch gerne Geschenke, logisch, wer nicht? Die wenigsten sagen, nee, ich möchte nichts haben. Ich sage für mich, es ist mir egal. Ich vergleiche nicht irgendwie. Das habe ich bezahlt. Es gibt viele Leute, die machen das deswegen. Also den Leuten würde ich dann tatsächlich auch nichts mehr schenken, die solche Sachen vergleichen, die Preise oder sowas. Aber das hier können wir alles bei dem eigentlichen Weihnachts-Let's Play besprechen, solche Geschichten. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit bzw. einen wunderschönen Heiligabend. Da es sein kann, dass, wie gesagt, dass am ersten Weihnachtsfeiertag auch noch eine Folge online kommen wird. Ich gehe gerade davon aus, weil ich gerade so viel Bock auf dieses Spiel habe. Nochmals noch zum gefühlt tausendsten Mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.